Liebe Geschwister, die letzten beiden Freitagspredigten kündigten an, die Spaziergänge von Omar zu thematisieren. Und nun, nach zwei Einleitungen, kommen wir direkt zu diesem Thema. Liebe Geschwister, Omar erlebte kein Leben voller Genuss. Er kleidete sich ärmlich, er aß ärmlich. Überhaupt sein ganzer Lebensstil war bescheiden. Er hat also nicht sehr viel Genuss in diesem Leben gehabt. Und vor allem nicht in seiner Amtszeit, in den 10 harten Jahren. Und durch die Verantwortung, die er getragen hat, hatte auch selbst am intimen Beisammensein mit seiner Ehefrau wenig Genuss gehabt. Er hat gesagt, oftmals zwingt er sich dazu, weil es ja auch ein eheliches Recht ist, welches die Frau gegenüber dem Mann hat. Und er hofft dabei, dass Allah Ta'ala das Beisammensein segnet durch ein rechtschaffenes Kind. Aber wisst ihr was? Omar sagte nicht gleichzeitig, dass er Allah begegnen möchte, dass er sich die Begegnung, den Tod mit ihm wünscht. Nein. Er sagte, wäre es nicht für das Laufen für Allah, für sein Laufen für Allah, für sein Unterwegssein für Allah, und wäre es nicht dafür, dass er auf einem harten Boden für Allah schlafen darf, und wäre es nicht, dass er mit auserlesenen Menschen sprechen dürfte, auf dem Wege Allahs, die ihre Worte so wählen, wie der gewöhnliche Mensch sich die Früchte aussucht. Kennen wir das, wenn wir Trauben gekauft haben beispielsweise? Ja, und wir suchen uns die guten Trauben aus. Wir wollen nicht die, die schon etwas angefault sind. Und dass er mit solchen Menschen zusammensitzt, die ihre Worte so wählen, wie der gewöhnliche Mensch sich unter den Früchten das Beste aussucht. Oder beim Kauf. Wollen wir also über diese Spaziergänge Omar sprechen? Möge Allah mit ihm zufrieden sein und mit allen Prophetengefährten. Eines Tages war er unterwegs und dann sah er einen alten Mann betteln. Und er ging auf diesen Mann zu und es stellte sich heraus, dass es ein jüdischer Mitbürger aus dem muslimischen Staat war. Und er fragte, warum er bettelte. Und er beschrieb seine Lage. Und dann sagte er, Omar sagte, möge Allah mit ihm zufrieden sein, bei Allah, es wäre nicht gerecht, dass wir von seiner Jugend nahmen, nämlich als der Jude die Ausgleichssteuer bezahlt hat, die Jizya, und nun, wenn er alt und bedürftig ist, wir ihn dann verlassen. Und so gab er ihm vom Vermögen und wies an, dass er von der Staatskasse ein regelmäßiges Einkommen bekommen möge. Dies führte er auf die Gerechtigkeit des Islams zurück, nicht auf seine persönliche Großzügigkeit, auch nicht aufgrund auf einer Hochsaison im muslimischen Land, sondern er sagte, das ist nur gerecht. Zur Jizya, liebe Geschwister, verzeiht, falls ich mich wiederhole, denn oftmals weiß ich nicht, wann ich wo etwas gesagt habe. Die Jizya, rein sprachlich, besagt schon, dass es ein Ausgleich ist. Ein Ausgleich wofür? Muslime zahlen Zakat. Und sie müssen Zakat zahlen. Ansonsten werden sie auch staatlich verfolgt, wie auch hier Steuerhinterzieher staatlich verfolgt werden. Und nicht muslimische Einwohner, vom Verständnis her, dass man sie nicht zu einer religiösen Handlung der Muslime zwingen kann, für diese gibt es einen Ausgleich. Wofür einen Ausgleich? Nämlich dafür, dass sie eben aus dieser Staatskasse auch erhalten, wenn sie bedürftig sind. Und wie auch bei der Zakat, so ist es auch bei der Jizya, dass nur der Zahlungsfähige zahlen muss. Und in Bezug auf die Jizya ist es sogar noch weitergehend, nämlich nur zahlungsfähige Männer müssen die Jizya zahlen. Sie nehmen also teil, sie haben also teil an den Sozialleistungen des muslimischen Staates. Und sie sind zusätzlich vom Wehrdienst befreit. Und Ibn Hazm
Er sagte, dass dort, wo Christen, nur die Christen, ja, in einem muslimischen Land angegriffen werden, von einem feindlichen Aggressor. Dort ist es die Pflicht für die Muslime, voll bewaffnet, genügend diesem Feind zu entgegnen. Ansonsten wäre dies Verrat am Bund. Ansonsten wäre dies Verrat am Bund. Das heißt, der Muslim, er ist bereit, sein Blut dafür zu geben, als Märtyrer dafür zu sterben, dass andere eben nicht La ilaha illallah sagen, aber es sagen könnten, aufgrund dessen, dass sie von ihrer Entscheidung her politisch befreit dazu sind, dass sie nicht unterdrückt sind. Ja? Denn dort wird der Islam, dort wo Menschen unterdrückt sind, frei La ilaha illallah zu sagen, dort greift dann auch der Islam ein, um diesen Menschen die freie Religionswahl zu ermöglichen. Einmal, er war in Medina gewesen, gab es eine Karawane, die nachts ankam, etwas außerhalb von Medina und nicht mehr weiter reisen wollte aufgrund der Dunkelheit. Und er machte sich auf zu dieser Karawane und er hörte ein Kind schreien. Und er ging zu der Richtung und fand dort eine Frau vor und er sagte, fürchte Allah und kümmere dich um dein Kind. Und das Kind schrie weiter und später, als er wieder, weil er patrouillierte, er schaute, wem kann er helfen. Und als er nochmals das Kind schreien hat hören, ging er nochmals zur Mutter hin und sagte, wehe dir, was ist mit dir, dass du dich nicht um dein Kind kümmerst? Und sie sagte, ich entwöhne gerade mein Kind. Das heißt, das Kind wurde gestillt von der Mutter und nun entwöhnte die Mutter das Kind, also wollte ihm nicht mehr Milch zu trinken geben, nicht mehr das Kind stillen. Und sagte, warum machst du das? Ja, wozu diese Quälerei? Und sie sagte, dass sie arm ist und dass Omar, sie wusste nicht, dass sie mit Omar selbst spricht, also dass der Khalif nur den entwöhnten Kindern ein Grundeinkommen gibt. Damals hatte jeder Bürger im Land ein Grundeinkommen gehabt. Ein Grundeinkommen ist auch etwas, was hier von einigen wirtschaftlich Kompetenten gefordert wird, dass es ein Grundgehalt gibt, unabhängig von Arbeit. Und sie meinen, dass das System immer noch laufen wird. Und tatsächlich, es gibt dafür Vorreiter, unter anderem eben in der muslimischen Geschichte. Ob das hier umsetzbar ist oder nicht, das ist wieder eine andere Frage. Aber wie gesagt, es gibt Vorreiter in der Geschichte hierfür. Weil die Logik ist, dass wenn eine Frau ein Kind stillt und das Kind ernährt sich bei der Mutter, warum muss man diesem Kind nochmal zusätzlich ein Grundeinkommen geben? Sondern dieses Grundeinkommen ist schon im Grundeinkommen der Mutter. Wenn die Mutter ernährt ist, dann ist auch das Kind genährt. Aber die Mutter wollte mehr Geld haben. Vielleicht hat sie es auch nötig gehabt. Und Omar daraufhin, er sah seinen Fehler ein und korrigierte diesen, auch bei einer Freitagspredigt, und sagte, dass von nun an jedes Neugeborene bereits sein Grundeinkommen empfangen wird. Warum? Weil er nicht wollte, dass Kinder auf diese Art und Weise leiden müssen. Eine der Spaziergänge von Omar. Ein anderes Mal, er war auch nachts unterwegs und er hörte schlimme Schreie. Schmerzensschreie. Und er kam zu einem Zelt und dort sah er einen Mann draußen sitzen und fragte, was ist los? Und er sagte, eine Frau in ihren Wehen. Eine Frau in ihren Wehen. Und wir haben niemanden. Und er schaute und er sah, dass sie sehr bedürftig waren. So ging er nach Hause, nahm einen Topf mit und zu essen mit und weckte auch seine Frau auf und sagte, dass eine Frau in den Wehen ihre Hilfe braucht. Und die Ehefrau von Omar, sie war die Geburtshelferin gewesen, während Omar kochte. Und der Mann, der wusste nicht, mit wem er wieder zu tun hat, denn Omar pflegte, anonym unterwegs zu sein, manchmal auch verhüllt.
Ja? Was auch nicht unüblich war, allein aufgrund dessen, dass man das eigene Gesicht vom Staub und vom Wind schützt. Und vor der Kälte, besonders in der Nacht. Wie gesagt, Medina war nachts sehr kalt gewesen. In Medina war es nachts sehr kalt gewesen. Und als dann der Mann hörte, wie die Frau von Omar ihn benannte, auf einmal hat er eine Art Ehrfurcht bekommen und gesagt, lass ab von uns, wir kümmern uns schon um selber. Und er bestand allerdings darauf zu kochen und dass seine Frau bei der Geburt hilft und danach sorgt er dafür, dass sie auch von der Staatskasse versorgt werden. Wir sehen, liebe Geschwister, dass Omar jemand war, der sich aufopferte, der sich auch selbstkritisch aufopferte, der bereit war, seine eigenen Fehler einzusehen. Eines Tages, er sprach aus einem gewissen Heißhunger heraus, er sagte, ich hätte gerne Fisch. Und er schickte jemanden los zum Fischholen. Nur dies dauerte lange und der Junge, den er losschickte, er war 4 Tage unterwegs mit einem Kamel, 2 hin und 2 zurück. Und dann am Ende, als er den Fisch gebracht hat, hat Omar das Kamel gesehen, das erschöpfte Kamel. Ja, der Junge war wahrscheinlich sehr motiviert, dass er das alles schnell erledigt. Dann sagt er, ich habe kein Verlangen mehr nach dem Fisch, weil das Kamel wegen mir gelitten hat. Aufopferung, Einfühlungsvermögen, sogar dass er sich in ein Kamel hineinfühlt, in das Tier, was wie kein anderes dafür geschaffen wurde, ausdauernd zu sein. Hart zu sein, ja? Keine Schmerzen zu spüren oder zuzulassen, mit Härte klarzukommen. Aber mit diesem Tier sogar fühlt Omar. Weiter, liebe Geschwister, und ich bin bereits wieder am Auswählen, möchte ich darüber sprechen, dass eines Tages er heiraten wollte. Und er fragte nach der Tochter von Abu Bakr, Kulthum. Und Kulthum, möge Allah mit ihr zufrieden sein, die sich mit ihrer älteren Schwester Aisha beraten hat lassen. Und beide kamen zum Schluss, das passt nicht. Sogar Omar wurde abgewiesen. Sie sagten, Omar, du bist zu hart zu Frauen und wir sind mit Abu Bakr aufgewachsen und ja, Aisha sagte, dass sie die Ehefrau vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam war und dass das Menschen waren, die waren sehr mild gewesen, aber er sehr hart von seiner Natur her ist. Und Omar, er hat auch das verstehen können. Er kam nicht, wie einige Jugendliche oftmals heute, mit dem Hadith, und wenn jemand zu euch kommt, mit dessen Religiosität und Charakter ihr zufrieden seid, so verheiratet ihn und wenn nicht, so wird Allah Ta'ala Unheil und Verderben auf Erden schicken. Er argumentierte nicht im Sinne von, ihr wisst doch, wer ich bin, sondern er verstand, dass Menschen auch charakterlich zueinander passen müssen, was ja im Hadith bereits enthalten ist. Das heißt, er verstehte, er hat diesen Hadith verstanden auf die korrekte Art und Weise. Manchmal passt das einfach nicht vom Charakter her. Manchmal gibt es verschiedene Bedürfnisse. Und bei einer Gelegenheit sagte er auch, tadelt nicht die Frauen, wenn sie jemanden nicht heiraten wollen, weil sie sich nicht von ihm angezogen fühlen. Auch dort könnte man sagen, ja, das ja, sollte man übersehen und Bismillah einfach heiraten. Er sagte, nein, tadelt sie nicht. Dort, wo dies bei einer Frau nicht gegeben ist, hat sie das Recht, zu sagen, nein, ich will nicht. Warum spreche ich vom Einfühlungsvermögen Omars, liebe Geschwister? Weil er bekannt dafür war, in der Zeit vor seines Islams eben nicht Einfühlungsvermögen zu haben, keine Empathie zu haben, sondern sich durchzusetzen und seine Meinung durchzusetzen, ohne den anderen zu beachten. Aber er war fähig, trotz seiner natürlichen Beschaffenheit, trotz dessen, dass er seine prägenden Jahre auf diese Art und Weise, also ich rede von den Jahren seiner Jugend und seines jungen Erwachsenendaseins, er war fähig,
sich für Allah Ta'ala zu ändern. Und deswegen wurde er später einer der ganz großen, liebe Geschwister. Auch wir müssen auf uns schauen, dass wir uns verändern, uns weiterentwickeln, uns neuen Situationen auch anpassen können. Und das geht nicht, wenn wir auf der Stelle treten. Wenn wir einfach so bleiben, wie wir sind, wie wir irgendwie waren mit 12, 13, 14, 15. Wir müssen bereit sein, uns weiterzuentwickeln. Und das Besondere an Omar, liebe Geschwister, dieses Einfühlungsvermögen, dass er sich einfühlen konnte in die Menschen, das hat er sich antrainiert. Das hat er sich besonders erarbeitet. Er sagte beispielsweise, und dort kommen wir wieder zurück, wie er diesen Staat hat erfolgreich geführt, wie er diese Gesellschaft hat geführt zu einem lebendigen Islam. Indem er nämlich seine Bediensteten, die Beamten des Staates, dass er ihnen Regeln auferlegte, die er ihnen nur auferlegen durfte, weil er Khalif war und weil sie seine Bediensteten gewesen sind. Aber nicht, weil es grundsätzlich von der islamischen Rechtsprechung so vorgegeben ist. Das nennen die Gelehrten die Erlaubnis, etwas Erlaubtes einzugrenzen. Wie er dazu fähig war, er selbst, er aß nicht Butter, wenn das nicht gewöhnliches Essen von den Muslimen war. Als Beispiel, sagte er, erst wenn sich alle Muslime dies leisten können, wenn es gewöhnliches Essen ist, dann werde ich von der Butter essen. Und das, wo es ihm als Geschenk gebracht wurde. Und er wies seine Bediensteten zum selbigen an. Er sagte, erst wenn ihr dürft nur das Essen essen, was die Muslime um euch herum ebenfalls essen. Er schränkte dies sehr hart ein. Und eines Tages sagte er, wie kann ich das Leiden von den Menschen beheben, wenn ich selbst nicht mitleide? Das ist auch die große Lektion vom Ramadan, wo wir nochmal neu aufblühen, wo wir entdecken, was wir alles spenden können, was wir alles aufopfern können. Und es geht uns trotzdem gut. Warum? Weil wir mitfühlen. Weil wir dann spüren, dass unser Geben Erlösung und Erleichterung nicht nur für diejenigen ist, denen wir es geben, sondern auch gleichzeitig für uns. Warum? Weil wir mitleiden. Und da müssen wir aufpassen, gerade wir, die hier verwöhnt aufgewachsen sind, vor allem uns Jugendliche, die wie gesagt hier geboren und aufgewachsen sind, weil wir haben uns sehr, sehr wenig erarbeitet, liebe Geschwister. Sehr, sehr wenig erarbeitet. Wir sind es gewohnt, dass uns alles hinterher rennt. Der Lehrer, der Sozialarbeiter, die Eltern, ja. Und da müssen wir einen Schalter umlegen und hinein in die Rolle, dass man Verantwortung trägt für sich selbst. Nicht, dass einem immer hinterhergelaufen werden muss. Das Besondere an Omars Empathie war, dass er sie auszugleichen wusste durch die Erziehung der Menschen. Manche Menschen, sie verstehen so viel, ich kann verstehen, dass er diesen und diesen Fehler macht, weil er ist ja in der schwierigen Lage gewesen. Aber sie verstehen zu viel, weil sie auf der anderen Seite vergessen, zu korrigieren, wieder auf den richtigen Weg zu setzen, weil sie haben zu viel Verständnis mit dem Fehler. Omar beispielsweise, der auf der einen Seite sagt, tadelt nicht die Frauen, die nicht einen Mann heiraten wollen, aufgrund dessen, dass sie ihn nicht schön finden. Das sagt er einmal und zum anderen Mal kam eine Frau zu ihm und beschwerte sich über ihren Ehemann. Und sie sagt, ja, er ist so und so und so, ja. Und am Ende sagte er, gut, der Mann muss zu mir kommen. Und er bestellte den Mann zu sich und sagte, hör dir die Vorwürfe deiner Frau an. Der Mann sagte, bei Allah, das stimmt nicht. Ihr geht es gut. Sie ist am besten gekleidet, sie hat eine schöne Wohnung, sie hat alles, was sie sich erträumen kann von dieser Welt. Bloß ihr Mann ist impotent. Das heißt, der Mann sagte nicht, ich bin impotent, sondern er sagte, ihr Mann ist impotent. Also er sprach von sich in der dritten Person. Aber er sagte die Wahrheit. Und dann kam kein großes Verständnis von Omar für die Frau. Aber ich kann sie doch verstehen. Ja? Und er sagte, fürchte Allah, kümmere dich um deinen Mann.
Und selbiges, liebe Geschwister, auch umgekehrt. Nicht, dass sich die Schwestern jetzt irgendwie ungerecht behandelt fühlen an dieser Stelle. Eines Tages kam ein Mann zu Omar und sagte: Omar, ich will mich scheiden lassen. Sagt er, warum? Scheidung ist ein Wort, was das Herz erbeben lässt. Das passiert nicht einfach so. Und er sagt, ich liebe meine Frau nicht mehr. Kam dann das große Verständnis, dafür ist ja die Scheidung dann da. Nein. Er sagte, Liebe? Und was ist mit Loyalität? Und was ist mit Verantwortung? Ist jedes Haus auf Liebe aufgebaut? Das heißt, er lehnt das ab, dass der Mann sich scheiden lässt. Ja, ebenfalls. Die Frau gab dem Mann ein Heim. Und nun einfach verlassen zu werden, aufgrund dessen, dass Gefühle mal nicht so sind, wie sie vorher mal waren. Und das ist eine sehr, sehr besondere Mischung, liebe Geschwister. Oftmals ist es so, dass die Menschen entweder auf der einen Seite zu hart sind, weil sie nicht mitfühlen können oder wollen, weil sie den Preis dafür nicht zahlen wollen, oder auf der anderen Seite so mitfühlend sind, dass sie aber dabei gleichzeitig vergessen, der Person zu zeigen, was der richtige Weg ist und selbst erzieherische Lektionen mitzugeben. Omar ist durch die Hand von einem Kriegsgefangenen gestorben, der ein Problem mit demjenigen hatte, der ihn betreute. Und zum Kriegsgefangenen sagte er, fürchte Allah und kümmere dich um deine Aufgaben. Und zu demjenigen, der ihn betreute, sagte er auch, fürchte Allah und sei nicht so hart. Er ging nicht zum einen und sagte, ja, ich kann dich verstehen. Und dann zum anderen, ja, ich kann dich auch verstehen. Was machen wir jetzt? Sondern er wies die Menschen darauf hin, was sie zu tun haben. Und wenn jeder an seine Pflichten denkt und weniger an seine Rechte, dann werden alle Pflichten erfüllt. Aber dort, wo wir Menschen immer nur unsere Rechte vor uns haben, am Ende werden die anderen Pflichten nicht erfüllt. Und weil wir Teil eines Ganzen sind, werden auch unsere Rechte nicht erfüllt. Und das ist wichtig. Und oftmals übrigens bei Schwierigkeiten zwischen Ehepartnern oder Freundschaften. Dieses Prinzip wird oftmals, es geht verloren. Kümmere du dich darum, was du falsch machst. Und Allah wird es segnen und die andere Person wird sich auch darum kümmern können, was sie falsch macht. Und am Ende, Alhamdulillah. Weiter, liebe Geschwister. Möchte ich auf einen Hadith hinweisen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er gab Worte von Allah Ta'ala weiter. Allah Ta'ala, der am Tag des Gerichts spricht, O mein Diener, ich war krank gewesen, ein authentischer Hadith. Ich war krank gewesen, aber du hast mich nicht besucht. Und so wie ihr jetzt überrascht seid, der hat sich versprochen, so ist auch der Diener, der angesprochen ist am Tag des Gerichts, überrascht. Sagt er, du krank, ich dich besuchen? Du bist der Herr der Welten. Und Allah sagt, er erklärt, einer meiner Diener war krank gewesen und du hast ihn nicht besucht. Hättest du ihn besucht, hättest du mich bei ihm vorgefunden. Ja, Allah Ta'ala ist mit seinen Dienern, mit seiner Unterstützung, mit seiner Hilfe, mit seinem Wissen, seiner Barmherzigkeit. Das ist die Ma'iyatullah, das Mitsein von Allah. Das ist jetzt nicht kein räumliches Konzept. Alle verstehen das, denke ich. Und er spricht weiter. Ich war hungrig und du hast mich nicht gespeist. Mit derselben Antwort jeweils. Und ich war durstig und du hast mir nichts zu trinken gegeben. Mit der jeweils selbigen Antwort. Und das ist es, liebe Geschwister, was Omar angetrieben hat. Möge er mit ihm zufrieden sein. Dass wenn er sich um die Bedürfnisse seiner Mitmenschen kümmert, wird Allah Ta'ala auch sich um seine Bedürfnisse kümmern. Das ist eine Form des Gottesdienstes, liebe Geschwister. Unterwegs sein für Allah Ta'ala, zu laufen für Allah Ta'ala, zu sprechen für Allah Ta'ala, zu helfen für Allah Ta'ala. Es gibt ein sehr schönes Projekt,
Ihr könnt alle später mal googeln, gebt ein Salam e.V. und Seelsorge. Da kommt ihr auf die Homepage von einem Verein, der sich in den letzten Jahren gegründet hat, um zwei Dinge vor allem zu klären. Dass wenn es einen Unfall gibt oder ein Gewaltverbrechen, die Nachricht überbracht wird von einer muslimischen Seelsorge. Das heißt, die Polizei ruft bei der Zentrale an und die Zentrale klärt ab, welche Religion, wenn es ein Muslim ist, ja, dann wird Salam e.V. kontaktiert und die schicken dann einen muslimischen Seelsorger oder eine muslimische Seelsorgerin, je nach Konstellation. Das ist die sogenannte Notfallseelsorge. Und zum anderen die Krankenhausseelsorge. Und ihr werdet überrascht, wie viele Muslime allein und verlassen krank im Krankenhaus liegen und Trost brauchen. Und Pfarrer berichten davon, dass sie sich oft gefreut haben, überhaupt Besuch zu bekommen. Und selbige Pfarrer jetzt dafür auch sorgen, wie gesagt, in dieser Ausbildung, die sehr intensiv ist. Nicht, dass ihr denkt, das ist ein Spaß oder so. Ja? Da muss man an 6 Mittwochabenden oder Abenden unter der Woche 3 Stunden Zeit haben, plus 7 ganze Wochenenden, die anfangen Freitagabend und enden Sonntagmittag, Nachmittag um 5 Uhr, ja, muss man ausgebildet sein für die Krankenhausseelsorge. Aber dieser Hadith, liebe Geschwister, die Gelehrten sagen, dass die Süße des Lohns die Bitterkeit der Arbeit erträglich macht. Wenn euch das Arbeiten bitter erscheint, wenn es mal hart ist, dann denkt an den Lohn und dann wird aus dieser unliebsamen Kost eine Lieblingsspeise. Überlegt euch, seid ihr von eurer Beschaffenheit her, hört ihr gerne Menschen zu? Tröstet ihr gerne Menschen? Fühlt ihr mit diesen Menschen mit? Wenn ja, dann lasst euch ausbilden. Und ihr tut sehr viel Gutes, liebe Geschwister. Ihr werdet Allah Ta'ala bei der besuchten Person finden. Und wir kennen auch die Hadithe, dass wenn man einen Kranken besucht, tagsüber, dann werden die Engel den ganzen Tag über, und zwar 70.000, für die Vergebung von einem bitten. Wenn man es nachts tut, dann werden ebenfalls 70.000 Engel um die Vergebung die ganze Nacht für einen bitten. Um Vergebung die ganze Nacht für einen bitten. Und ich denke, dass oftmals uns fehlt diese Hingabe den Menschen gegenüber. Und von wem reden wir? Wir reden von jemandem, der eigentlich, was heißt eigentlich, der ganz oben stand, der alles hätte delegieren können. Kennt ihr den Chef? Das ist so ein Cheftyp, der delegiert. Die einzige Arbeit, die er macht, ist zu delegieren. Jemand sagt, oh, hier, und dann sagt er, das macht er. Aber er ist an der menschlichen Front. Am Kochen. An die Hand nehmen. Am Aufsuchen. Nachts einfach spazieren gehen. Tagsüber einfach spazieren gehen. Anonym unter den Menschen sein. Und ich denke, dass oftmals es diese menschliche Komponente ist, die uns gerade in unserer hiesigen Situation fehlt. Denn überall dort, wo ich jemanden getroffen habe, der nicht Muslim ist, aber zu der muslimischen Gemeinde steht, hat er jemanden gehabt, der diesen Islam lebendig gemacht hat, ihm lebendig gezeigt hat. Und überall dort, liebe Geschwister, wo jemand den Islam und die Muslime hasst, überall dort hat ihm wohl jemand gefehlt, der ihm diesen Islam lebendig gezeigt hat. Wir verlieren die Menschen oft auf dieser menschlichen Ebene, bevor wir sie irgendwie theologisch verloren haben. Sehr oft. Jeder kann selbstkritisch nach innen schauen und sehen, wo steht er bei seinen Mitmenschen? Wo steht er bei seinen Nachbarn? Und wir kennen alle die Hadithe zum Thema Nachbarschaft. Und wir wissen, dass der Nachbar auch, der nicht-muslimische Nachbar, unter denjenigen erwähnt wurde in der 4. Sure, der 36. Vers, dass man ihm Wohltaten, Ihsan, zu erweisen hat. Das wissen wir alle. Aber wie stark setzen wir dies um? Und was werden Menschen am Tag des Gerichts sagen, inwiefern wir unseren Islam praktiziert haben? Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag.
Liebe Geschwister, Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Was half Omar dabei, der zu sein, der er 10 Jahre war, bis zu seinem Tod? Was half ihm dabei? Ein Vers, liebe Geschwister, aus dem sich 3 Prinzipien ableiten lassen, die Omar anwendete. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Und in Anbetracht der Barmherzigkeit von Allah warst du, damit ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam angesprochen, barmherzig zu ihnen, mild zu ihnen. Wärst du aber rau und harten Herzens gewesen, so wären sie dir davongelaufen. Das heißt, die Barmherzigkeit auf der einen Seite, dieses Einfühlungsvermögen, das Mitleiden, was wir bereits thematisiert haben. Darum vergib ihnen und bitte für sie um Verzeihung und zieh sie in der Sache zu Rate. Omar, liebe Geschwister, er pflegte sich stets zu beraten. Er sagte, es gibt keine Entscheidung, die getroffen wurde, ohne Beratung, außer dass sie einen Segen verloren hat. Nur eine Entscheidung, die aufgrund einer Beratung stattgefunden hat, ist gesegnet. Und er sagte, dass man sich mit einer Person berät, ist wie eine Schnur. Wie eine Schnur. Dass man sich mit zweien berät, das ist schon eine stärkere Handhabe. Und dass man sich mit 3 Personen berät, das ist bereits ein Seil, was nicht zerreißen wird. Und er pflegte auf die Gottesfurcht zu achten derjenigen, mit denen er sich berät, aber auch auf deren Kompetenz und Erfahrung. Weshalb er auch immer die Eminenten der Prophetengefährten zu Rate gezogen hat. Aber er blieb auch immer im Kontakt mit denjenigen, die vielleicht weniger Erfahrung hatten. Mit dem ganz gewöhnlichen, einfachen Muslim. Beratung war etwas gewesen, liebe Geschwister, was Alltag war. Und durch Beratung ist Omar überhaupt erst Khalif geworden. Denn Abu Bakr sagte, wählt, ich habe euch entbunden vom Treueeid mir gegenüber, als er todkrank war. Und sie sagten, nachdem sie sich beraten hatten, wir wollen nicht wählen, du sollst wählen. Und dann hat Abu Bakr viele, viele Prophetengefährten gefragt. Und alle bis auf einen, Talha, sagten, Omar ist derjenige, der es zu tragen hat. Und Talha übrigens deswegen, weil er sagte, Omar ist zu hart. Und Abu Bakr entgegnete darauf, er war hart, weil er in mir dieses Weichsein gesehen hat. Und er wollte dies ausgleichen. Aber wenn er selber Verantwortung tragen wird, dann wird er ebenfalls barmherzig werden. Und das war auch das erste Bittgebet, was Omar sprach. O Allah, als er Verantwortung übernommen hatte. Ich bin hart, bitte mach mich weich. Ich bin hart von Natur aus, bitte mach mich weich, um diese Aufgabe tragen zu können. Als er eines Tages erfuhr, dass jemand Alkohol getrunken hat, hat er ihm einen Brief geschrieben. Der Anfang der 40. Sure, die ersten 3 Verse der 40. Sure. Lest sie euch zu Hause durch. Diese Passage. Und der Mann, er war ergriffen. Und er fand zur Reue durch diesen Brief. Nur durch diese wenigen Zeilen. Es war ja auch der Koran, also ja, da gibt es kein Nur. Und Omar sagte 3 Dinge. Korrigiert. Nicht, dass ihr den Menschen alleine mit seinem Fehler lasst. Aber helft nicht dem Scheitan gegen diese Person. Nicht so hart sein, dass am Ende die Person in der Sünde Zuflucht sucht oder sich mit der Sünde selbst tröstet. Und zum anderen die feste Entschlossenheit, dass er Dinge umzusetzen wusste, auch wenn er wusste, dass nicht alle Menschen damit zufrieden sein wären, aber aufgrund dessen, dass er sich hat beraten lassen und zum richtigen Entschluss gefunden hat, muss man auch Gegenwind aushalten. Einer der Konflikte zwischen ihm und Khalid war gewesen, als er dazu gefunden hat zu sagen, dass er alle Bedienstete BMW MTK AZ. BMW MTK, bitte rausfahren, ansonsten kommt der Abschlepper.
Bismillah. Achte bitte drauf, wo ihr parkt, ansonsten gibt es dann solche störenden Ansagen. Eines Tages hat er jemanden losgeschickt, um Khalid ibn Walid die Hälfte seines Vermögens zu nehmen. Weil er sagte, dass er dies verdient hat, aufgrund dessen, dass die Menschen mit ihm gut stehen wollten und ihm immer ein bisschen mehr dort gegeben haben und ja, weniger verlangt haben von ihm. Und weil es nicht aufgrund von Erbe geschehen ist. Und tatsächlich kam jemand zu Omar, zu Khalid, und hat genau die Hälfte seines Vermögens genommen, sogar dass er einen Schuh mitgenommen hat und den anderen Schuh dagelassen hat. Wie gesagt, um dafür zu sorgen, dass diejenigen, die Vorbild sind in der Umma, diejenigen, die Verantwortung tragen, dass sie frei davon sind, dass Menschen ihnen zu Last legen können, dass sie das aus weltlichen Beweggründen tun oder dass sie sich an der Umma bereichern. Wie wurde Omar zu dem, der er war? Wenn ihr in seiner Jugend lest, seine Kindheit studiert, werdet ihr feststellen, Omar, er war viel am Praktikum machen. Omar war viel am Lernen von anderen. Er hat sehr viel gearbeitet, sehr hart gearbeitet, in den verschiedensten Bereichen gearbeitet. Und da sage ich, subhanallah, wenn Omar unsere heutigen Möglichkeiten sehen würde und gleichzeitig das, was wir aus ihnen machen, er würde sehr traurig werden. Hier gibt es viele Möglichkeiten, liebe Geschwister. Ämter und Sozialarbeiter und Vereine und Praktikumsmöglichkeiten und. Um später so zu sein wie Omar, liebe Geschwister, müssen wir jetzt in unseren jungen Jahren lernen. Jetzt bereits Verantwortung tragen. Das ist sehr wichtig. An dieser Stelle, und damit möchte ich dann schließen, möchte ich Werbung machen für ein wunderbares Buch, eine Buchreihe, nennt sich Tiptoy. Man hat einen Stift, und das ist auch für die älteren Geschwister gut, die vielleicht weniger gut laut vorlesen können. Oder auch für unsere analphabetischen älteren Großväter und Großmütter. Das ist ein Stift, der vorliest. Man tippt dann auf die einzelnen Bilder und der Stift erklärt sehr viel. Sehr viel. Zu verschiedenen Themen. Ja? Wir sollen eine Umma werden der Bildung wieder. Eine Umma werden, wo wir Verantwortung tragen. Und wir haben sehr viele Möglichkeiten, allein in der Familie Verantwortung zu tragen. In unseren Gemeinden Verantwortung zu tragen. Für diese Gesellschaft draußen Verantwortung zu tragen. Ja? Nicht nur hier auf das IES begrenzt. Nein, ich freue mich darüber, wenn diejenigen, die aktiv sind, im Stich gelassen werden, weil alle anderen, die nicht hier aktiv sind, woanders Verantwortung tragen. Alhamdulillah, Allah Ta'ala wird die Arbeit stets weiterführen. Aber diese Kompetenz Omars, liebe Geschwister, dass er später einen so riesigen Staat geführt hat und so krasse Herausforderungen bewältigt hat. Wo fing das denn an? Das fing bereits in seiner Kindheit und in seiner Jugend an, als er beispielsweise Schafe gehütet hat. Ja, und auch in diesem Beruf lernt man sehr viel, was damit zu tun hat, wie man mit Menschen umzugehen hat. Und das ist inshallah unser abschließendes Wort, was uns motiviert. Wir gehen raus und wir nehmen ein Praktikum an, sei es unbezahlt. Weil das, was wir dort lernen, nicht für den Lebenslauf, vergesst den Lebenslauf. Das, was wir dort lernen, liebe Geschwister, wird uns dazu befähigen, später Verantwortung zu tragen. Und wie gesagt, in der Familie, in der Gemeinde, draußen in den Institutionen, im Berufsleben etc. Auch wenn wir dafür kein Geld bekommen. Normalerweise müssen wir dafür Geld geben, für diese Möglichkeit. Warum? Weil wir dann später davon etwas haben werden. Bereits im Diesseits, wie gesagt, und sicherlich im Jenseits. Wir werden inshallah an dieser Stelle Spenden sammeln für die Aktivitäten der Moschee. Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch erleichtert hat. Und auch das, liebe Geschwister, ist eine Eigenschaft von Omar. In den harten Zeiten dabei zu bleiben. Für die Schlacht von Tabuk hat er die Hälfte von seinem Vermögen gegeben. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Hunain in einer Lage war, wo viele Prophetengefährten auf dem Rückzug waren und bis dann nur ganz wenige Prophetengefährten überhaupt noch gekämpft haben, wer war an der Seite von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakr und Omar und eine Handvoll anderer Prophetengefährten, bis, wie gesagt, die anderen Prophetengefährten wieder sich dem Kampf gewidmet haben. Wir haben ein Seminar, gutes Stichwort, ich war davon nicht in Kenntnis gesetzt vorher, vom 20. bis zum 28.12. Das Thema ist die Einladung zum Islam, ja,
der Islam im Allgemeinen. Nehmt euch Zeit dafür, nehmt euch das Geld dafür. Wenn ihr das Geld auch nicht aufbringen könnt, wie gesagt, ich kenne die Geschwister hier, mit denen kann man immer ein bisschen handeln, wenn man auf die Tränendrüse drückt. Aber das muss berechtigt sein. Das muss berechtigt sein, ansonsten sündigt man vor Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Oh Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen, die wir kennen, die wir nicht kennen. Oh Allah, die wir niemals kennenlernen werden können, denn du hast sie bei dir im Verborgenen gehalten. Und die wir noch zu lernen haben und die wir bald lernen wollen, oh Allah, werden. Oh Allah, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und alle seine Familienmitglieder und alle seine Gefolgsleute. Allahumma amin. Bitte vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern insgesamt. Allahumma amin. O Allah, für all die wirklich hart notleidenden Menschen auf der Welt, die bekriegt sind, die bekämpft sind, die ausgehungert sind, die krank und bedürftig sind, O Allah, bitte steh all diesen Menschen bei, erleichtere ihnen ihre Prüfung und schenke ihnen Befreiung und Selbstbestimmung, O Allah, und Segnungen. O Allah, bitte lasse einen Großteil unseres Lebens dafür geschrieben sein, dass wir all diesen bedürftigen Menschen auch beistehen. Den Trostsuchenden, O Allah, den Verzweifelten, O Allah, den Armen und Bedürftigen. Allahumma amin. O Allah, bitte lass uns das Wahre immer als wahr erkennen lassen und Fürstreiter dessen sein und das Nichtige immer als nichtig erkennen und falsch und Gegenstreiter dessen sein. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir Zuflucht gesucht hat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kurz noch einen Verweis auf unsere Homepage in Bezug auf die Zusammenfassung der Gebete aufgrund von Erschwernis. Aufgrund dieser sehr knappen Zeit zwischen Dhuhr und Asr. Viele Leute kriegen es nicht hin, Dhuhr pünktlich zu beten oder Asr pünktlich zu beten. Wenn man sich diese Erschwernis nicht selbst ausgesucht hat, hat man das Recht, die Gebete zusammenzufassen. Und sei es regelmäßig, wie auch der Kranke seine Gebete regelmäßig zusammenfassen kann und nicht nach dem fünften Tag sagen muss, jetzt ist aber Schluss, jetzt muss ich wieder normal beten. Immer wenn die nicht ausgesuchte Erschwernis da ist, hat man auch das Recht, die Gebete zusammenzufassen. Details sind, wie gesagt, schriftlich erhältlich und ich stehe auch mündlich gerne jetzt nach dem Gebet dafür zur Verfügung. Das, wie gesagt, aufgrund dessen, dass mich sehr viele Geschwister in den letzten Tagen danach gefragt haben, was sollen sie machen auf der Arbeit, die sie, wie gesagt, auch benötigen. Wa aqimis salah.